Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wildes Leben. Ja, es war sehr heiß, konnte ja nicht so viel machen. Bin meistens ein bisschen müde im Bett gelegen oder bin ein bisschen draußen gewesen, aber es war zu heiß. Also wir haben zum Glück Schatten. So, ich denke, ja, ich lasse das noch drin. Wir gehen jetzt Obsidian holen, damit wir ins Nether gehen können. Hä? Also, wir hatten hier unten in einem Gang Lava. Wir haben einen Eimer mit Wasser, sehr gut. Jo. Hier haben wir noch viel zu erkunden, können wir danach noch machen. So. Jetzt gehe ich doch mal vielleicht hier runter. Da haben wir Strip gemeint. Ne? Haben wir auch Lava entdeckt? Ja, das ist ja direkt, ja. Genau. Ich wusste noch ganz. Das ist also jetzt schon länger her, aber ich wusste noch genau, dass ich da nicht mehr weiter konnte, oder? Super. Oh, ja, gut. Ich dachte schon, ja. Ich tue es lieber nicht weg. Aber ja, wir müssen es so machen. Ne? Ja, machen wir 10 und... Ja, 14. Ne? Geht ja schneller mit dieser Spitzhacke. Mit Axt und Schaufel dazu. Wie heißt es? Zahne. So, also es ist wirklich jetzt schon ein bisschen gemütlich, aber diese Schwüle und die Hitze und ja, einfach sehr erschöpfend und meh, lieber nicht aufnehmen dann. Sonst habt ihr da so ein bisschen Gebrummel, ein bisschen Generve, hä? Aber jetzt bin ich wieder fit, ja, habe auch gut geschlafen jetzt. Und in der Nacht ist es wirklich noch ein bisschen schwüler gewesen. Ich hatte ein paar Mal ja, die Decke weggetan und bin einfach so auf dem Bett gelegen, oder? So, also wegnehmen. Weiter runter tun. So. Gut. Dann machen wir mal hier. Unser Sitten. Können das links auch noch wegmachen, weil unten drunter ist keins. Ja. Ja, heute habe ich noch mit Shenix GTA Online aufgenommen. Das war toll. Aber leider gingen die Server nicht so. Die Server waren überlastet. Waren wir einfach auf der Map und hatten ein paar Sachen angeschaut und so weiter. So, wahrscheinlich jetzt 3 noch abgebaut. Hä? Ja, es ist immer mühsam natürlich, aber das ist immer eine Sache, die man halt nicht so oft macht, weil, ja, wer will schon so viel Obsidian abbauen und so weiter, wenn so ein harter Stein ist. So ein hartes Erz oder so etwas. Ich kannte früher Obsidian übrigens von Final Fantasy, glaube ich, gewesen. Von Final Fantasy 7. Der Obsidian Weapon oder so etwas. Oder war es nicht Obsidian, aber irgendwas anderes. Ja, die Weapons waren immer die stärksten Gegner in Final Fantasy. Und ja, hat immer so verschiedene Attacken gehabt, die halt auch ein bisschen reingehauen haben. Hä? So, schauen wir mal kurz hier noch durch. Vielleicht finden wir die Diamanten nochmal, weißt du? Das könnte schön sein.
Aber hier nicht. Okay. Okay. Da war der Obsidian. Zwei Endermans. Ist mir egal, ich töte dich jetzt. Ja. Und eine Enderperle. So. Du bist tot, das ist das zweite, da ist er. So, aber doch eine Enderperle. Super. Ich finde es toll, dass es wirklich machbar ist. In den neuen Versionen ist es nicht mehr so machbar. Ah, das Wasser hätte ich mitnehmen können. Dann können wir hier weiter, Mal kurz nochmal zurück, bitte. Ah, das ist Diamant. Habe ich gar nicht gesehen. Wunderbar. Weil wir haben erst einen, jetzt haben wir zwei. Denn ich brauche. Ja, das war eine Geisterspinne. Ja, das gibt es manchmal auch, dass die einfach falsch angezeigt werden. Sie ja mitnehmen, bitte. Und wieder nach vorne gehen und den Spinnen ein bisschen ausweichen. So. Ich habe eben sehr gute altmodische Spiele im Kopf, als man noch nicht so verwöhnt war von der Grafik. Das gibt es momentan einfach nicht mehr so. Keine Ahnung, weil sie es verlernt haben oder sonst irgendwas. Oder einfach kein, nicht mehr die Mühe machen. Und da hast du immer wieder sehr gute Erinnerungen, dass du wirklich solche Spiele auch wieder willst. Mit epischer Story, mit coolen Charakteren und so weiter. Also wenn ihr ein Spiel kennt, das eine mega gute Story hat und alles Mögliche, dann dürft ihr das gerne mal mir schreiben. So kenne ich mich ja auch nicht aus. Ich bin einer, der nicht so News liest über die neuen Games, die rauskommen. So, wir gehen jetzt hier an der Lava vorbei und schauen, dass noch irgendwo, also hier nicht. Ja. Gleich noch ein bisschen Kohle mitnehmen. So, das reicht. Sonst gehen noch die Fackel kaputt. Das ist nicht so gut. Hier vielleicht. Nö. Wir haben viel zu bauen, also wir können dann wirklich die Werkzeuge auch herstellen, die schön bauen lassen, detailliert bauen lassen, winzige bauen lassen und so weiter. Aber ja, ich brauche ein paar andere Werkzeuge, also andere Sachen noch, Materialien, genau. Okay. Ist recht verwirrend hier, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja. Sondern wir lieber nochmal teleportieren. Zurück will ich auch nicht mehr. Ist zu gefährlich. Ja? Das ist wirklich nervig hier. Ja. Schade. Kommen wir nicht weiter. Ah, jetzt sind wir wenigstens hier. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwie raus nach oben. Aber ihr wisst, wie schwer das ist. Okay, die Spinnen, der Spinnenspawner wegmachen. So. Was ist hier hinten? Das Schwert geht ja kaputt. Das ist so weit, hä? Ah, da können wir sehr viele Fäden bekommen. Tja.
Müssen wir halt ein neues Schwert machen, ne? Ist ja auch gut, können wir uns schützen. So. Oh, eine Pfeile müssen wir auch machen, eine Pfeile. Ja, solange ich nicht so genau weiß, was man jetzt damit macht. Also essen natürlich, aber das ist halt nicht so gut. Ich gehe jetzt zuerst mal hier hin, ne? So. Also, viel, aber wenig. Der Unterschied. Viele Gänge, aber wenig zu tun. Also lieber wieder zurück. So. Hier. Ist nichts. Hä? Wirklich nichts. Also wir kommen nicht zurück. Nee. Schade, schade. Extra schade. Ja gut, dann rechts. Okay, Gravel weg. Ja, geht wieder nicht nach unten. Oh, da könnte aber etwas sein. Aha. Heftig. Ja, da unten ist auch nichts. Da sind wieder Gänge, die einfach nicht wohin führen. Sieht recht verwirrend aus. Kommen ja nie vorwärts. Das ist aber ein neues Schwert. Okay. So. Ich möchte gerne irgendwo hinkommen. Ja, ich muss essen. Es ist wirklich nichts. Also, schöne Stollen, aber nichts. Da drin. Da ist eine. Okay. Dann können wir das noch mitnehmen. So. Mehr will ich nicht erkunden. So, jetzt können wir nach oben. So. Schön nach oben. Und dann nach oben buddeln. Schalenstein. Oh. Gerade ein bisschen erschrocken. Schalenstein würde das, was ich gerne mitnehmen könnte. Anders sieht nicht. Hä? Weil Schalenstein könnte einfacher zum Durchbohren sein. Kreide sowieso. Gut. Gehen wir hier nach oben. Wunderbar. Kommen doch noch raus aus diesem komischen Gebilde von einem Stollen. Also wirklich, manchmal denke ich so, ja, die Stollen sind dafür da, nichts zu finden. Aber wir haben wenigstens etwas gefunden, oder? Aha. So. Nochmal fackeln, ja? So. Nochmal ein bisschen Kreis. Ah, das ist jetzt diese Mama. Dann kommt Andesit. Aha, wir sind gleich oben. Ja, ich hätte sonst doch zurück, aber ja, wir hätten Diamanten noch finden können und so Sachen. Deshalb. So, jetzt sind wir bei der Wüste wahrscheinlich. Gut. So, Sand weg. Wunderbar. Also, was können wir noch weglegen? Pilz. Dann können wir das Sand hier mitnehmen. Sandblock könnten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Zum Beispiel Andesit. So, wunderbar.
Das ist doch toll, dass wir wieder zurück sind bei der Markierung. Da ist ein Äpfel, brauchen wir ja nicht mehr. Beziehungsweise ein Apfelbaum wäre schon gut, aber vielleicht später dann. So, also, Anfangshaus. Der Angler hat hier schön gewartet und ja, verteidigt. Kastenpads. Soll ich die verbrauchen? Ich weiß jetzt gar nicht. So, jetzt. Also, Pflanzen. Ja, dann können wir die auch. Die mal Blut reintun. Magical mache ich dann anders hin, wo es auch ist. Ja, hier alle. Können wir reintun, die. Eine Lore können wir hier rein. Ja. So, dann haben wir eigentlich alles. Nehme ich das noch mit. Die Truhe kann ich mal hier reinlegen. Und die Erze sind innen. Ja, komm. So. Also. Machen wir Zaubertisch. Ein Zaubertisch, genau. So. Wir machen das Portal ein bisschen versteckt. Vielleicht dort hinten. Da drinnen sieht noch cool aus mit dem grünen Stein. Nee, lieber am Strand oder so. Nee, ein bisschen versteckt, nicht gerade am Strand. Ja, genau auf dieser Insel. Ja, das ist immer so eine Sache. Wir müssen dann wieder wegnehmen. So, ist hier anders. So, es sind gleich vier noch. Feuerzeug haben wir nicht, schade, haben wir vergessen. Wir sind nochmal kurz zurück, weil ich habe ja die Feuersteine reingetan. So, nochmal herum. Ich mache dann natürlich hier alles Brücken. Aber es ist doch schön, wenn das Portal doch so ein bisschen sichtbar ist. Durch einen Weg. Es ist nicht im Weg, aber trotzdem gut zu finden. Ah, Eisen. Müssen wir mitnehmen. Da war es, gell? So. Also möchte ich das Obsidian doch mitnehmen. Nicht mitnehmen. Und ja, noch ein bisschen Essen. Ja, auch gut. Das ist immer so eine Sache. Das finde ich nett, eigentlich gut. Plötzlich verhungern können, wenn man einfach nicht mehr den Weg zurückfinden. Wir tun das auch ein bisschen einfacher machen dann, falls wir in aussichtsloser Lage sind, aber nur wirklich in der aussichtslosen Lage. So, 24 Weizen. Für die Schafe brauchen wir sowieso nicht so viel. Gut, dann können wir loslegen, hä? Und ich weiß genau, wie ich so ein bisschen bauen werde. So ein bisschen mit Stelzenhäusern, mit ja, mit bisschen weiter oben, bisschen besser geschützt. Ist doch zu tief. Es ist zu tief. Ich sehe das erst jetzt. Also, dann machen wir die Dinge hier weg, gell?
Das ist natürlich schlecht, wenn man es nicht so gut sehen kann. Ach, weil der Baum hier links im Weg ist. Das ist klar dann. Seht ihr, es geht schneller, also. Das ist jetzt nicht die Sache. Ah, weil ich ja den Ding gesetzt habe, ich gedacht, ja, es ist genau dort. Stimmt. Also gut. Und oben drauf. Ja, das Obsidian ist oben drauf gelandet. So. Also. Jetzt ein bisschen besser vorbei. Also. Ein bisschen besser mit Holz. So. Ah, das ist gerade der Baum. Gut. Können wir sie gleich dran bauen. So, wunderbar. Also ab ins Neffer. Wir müssen noch tiefer. Landschaft wird heruntergeladen. So. Und es sieht auch ganz anders aus durch das Baumsupplement, die Mod. Mit, ja, höllischem Material, aber doch ein bisschen pflanzlich. Oh, eine Wabe. Ja, also, zuerst natürlich markieren, wo das Portal ist. So. Wunderbar. Und direkt mal Glowstone holen. Mit noch ein bisschen mehr Eichenbretter. Und wer es bahnt, dann Gast. Meine Lampen könnte ich wirklich gebrauchen. Und darum bin ich vor allem hier ins Nether. Diese Knochen, die kann man gar nicht weiter verarbeiten. Sehen einfach sehr schön aus. So mit dem normalen Holzachs alles nehmen. Oh, da fällt man noch rein. Weg. Könnte man noch reinfallen, ne? So. Ich sehe leider gerade keine Festung. Schade. Schade, schade. Also ein Gas ist hier. Da oben irgendwo. Da haben wir noch mehr Glowstone. So. Hoppla, hoppla. Ah. Ach komm, ey. Was ist jetzt wieder mit der Maus los? Ist es so schwer? So jetzt. Weil ich kann umstellen bei der Maus und kommt dann manchmal drauf. Quarz ist jetzt nicht so wichtig, ich will ja nicht gerade so sehr edel bauen. Später können wir dann Quarz natürlich holen. So, das reicht. Wir kommen sich noch an Glowstone. So. Also hier ist ein anderes Biom, so dunkle, ja, wie heißt das Material schon wieder? Das weiß ich gar nicht. Schwefelsand gibt nur Erde. Ascheblock einfach. Glowstone. So, das reicht. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber jetzt. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal dieses Material finden. Dort hat's. Ja. Gehen wir dorthin, hä? Ja. Ja. Sind wir wieder voll? Jetzt können wir hier nach oben, soweit wir können. So. Das ist gut, wenn man nicht mehr wechseln muss, um zum Beispiel Soul Sand anzubauen.
abzubauen. Aber ja, es geht halt auch schneller dann kaputt. Vielleicht ist es auch nicht mehr so, weil die Werkzeuge, die nicht für DAF gemacht werden, werden schneller kaputt. Das ist nicht gut, das ist toll. Viel, viel Lava. Eieiei. Da muss man wirklich. Ich mag das nicht so. Nach vorne bauen. Dadurch, hä? Vielleicht noch ein bisschen nach oben. Aber ich muss mich durchgraben, hä? Ist ein bisschen schade. Ist halt so. Ja, es geht noch weiter. Nach oben. Muss ja irgendwie hinkommen. So, außen herum. Ha, schwer. Ja, jetzt ist die Festung unter uns. Noch ein bisschen weiter drüben. Durchgraben, lieber durch. Ja. Diese Felsen, als dann plötzlich von einem Gast überrascht werden, runterzufliegen. Ja. Ja, es ist die Lava, ist oben drüber, glaube ich. Ding hat. Ja. Muss mal nach oben. So. Genau. Die Festung ist aber noch ein bisschen weit weg. Also, probiere ich es jetzt mal ohne runter, also einen Gast anzulocken. So. Ja, ich sehe schon ein Skelett. Wahrscheinlich ist schon ein Skelett dort. Nein. Ich glaube, Skelette kommen dann als erst in 1.10. Das ist gut. Ein Feuerzeug. Und endlich ein Sattel. Genau deshalb wollte ich auch in diese Festung wegen dem Sattel. Schön. So. Erkunden wir alles. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Ja, Gold ist gut. Direkt ein Sattel. Pferderüstung. Können zwar keine Elefanten tragen, aber Pferde. Aha. Das ist wichtig. Bitte nicht einfach reinfliegen in meine Faust, wie es Rocky getan hat bei den Gegnern. Ich glaube, es ist ein bisschen zu gefährlich. Gehe gleich zu den anderen Truhen, aber ja, es geht hier gar nicht so gut weiter. Ich denke, ich bleibe dort. Dort drüben geht es besser weiter. Kommen dann auch raus. So ein bisschen, ja, komplizierter. Da ja. Sehr gut. Lieber nicht etwas probieren. Also, ich tue ein einziges Feuerzeug mitnehmen, mehr nicht. Vögel? Okay, wir haben alles erkundet, glaube ich, hoffentlich. So, ein bisschen laufen, zurücklaufen wäre ein bisschen toller. So. Also. Aufpassen auf Gas, aber die hört man ja. Da sieht es anders. Ah, neue Monster gibt es auch, aber die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, Spinnen und andere Sachen. Lohe Sachen mache ich dann mehr, bin besser. Okay, ich muss abhauen. Das Grau,
Ja, die Sache. Es gibt so starke Monster. So. Ich hoffe, der entwischt uns. Ja, also ich entwische ihm. So. Naja. Ich habe Wölfe ausgemacht. Genau aus diesen Sachen, dass sie zu stark sind. Und trotzdem spawnen sie im Dalabert. Also diese Mod, der lässt sich in den Konfigen gar nicht so beeinflussen. Der Mo Creatures. Das sind Werwölfe natürlich als Mo Creatures. Ja. Ich teleportiere mich zurück. So. Wenigstens haben wir jetzt etwas. Aber das ist jetzt wirklich eine aussichtslose Situation. Nee, zurücklaufen. Und noch mehr Werwölfe zu finden. Nein. So. Ja, da ist irgendwas mit Optifine. My Dynamic Lights habe ich gar nicht drin. Komisch. Vielleicht von einem anderen Mod, der Dynamic Lights benutzt. So. Ja, wir müssen hier durch. Bin einfach auf dem Land geblieben, also natürlich auswegslos. So. Also wunderbar. Dann ist der Part fertig. Im nächsten Part räumen wir aus. Und können Sättel. Ich weiß jetzt gar nicht. Crafted Sattel. Aha, man kann gecraftetes Sattel machen. Okay, das ist gut. Aber sonst. Ah, Chocobo-Sattel sind ja die ich wollte. Genau, Chocobo-Sattel. Also dann, bis nächstes Mal. Tschüss.